Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta bei Rome Total War 2. So, wir sind jetzt mit Sparta schon relativ weit. Wir brauchen noch Persien und Hellas. Also an sich ist es relativ easy. Wir haben sehr viele Verbündete hier oben, was sehr schön ist. Das nehmen wir jetzt gleich ein. Armenien macht mir gerade ein bisschen Struggle. Aber hier bin ich ja schon vor Ort. Also, ja, die haben mich ein bisschen zurückgeworfen, aber das geht. So, ich glaube, wir haben alles gemacht, was man machen kann. Und dann schauen wir mal, was es für, ja, für neue Ereignisse gibt und so. Bald kommt auch ein, also wegen Let's Plays, bald kommt auch ein neues Let's Play raus mit Troja. Troja, das können wir automatisch machen. Troja, das spiele ich gerade auch im Stream. Beziehungsweise, das wurde gerade abgelöst durch die Sparta Challenge. Und eine Sparta Challenge habe ich ja schon erzählt oder erklärt, was da alles so ist. Also man darf quasi die hellenischen Fraktionen nicht angreifen, wie Athen, Massilia, Rhodos und sowas. Die darf man nicht angreifen. Und genau, man darf halt auch nur mit denen wirklich Bündnisse eingehen. Und sonst ist das Ziel, man braucht die Weltherrschaft. Und genau. Und ich mache das Ganze jetzt auch mit der Challenge mit, also die Bedeutung, oder die heißt Tierfreund. Das heißt, ich darf keine Kavallerie und sonstige Tiere benutzen. Was jetzt bei den Spartanern, das geht eigentlich, also kommt halt auf die Fernkämpfer drauf an. Also später wird es schon heftig. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft. Aber es ist auf jeden Fall was Neues. Genau, und auf den Kanal lade ich die Challenge auch hoch, also den Stream. Da warte ich jetzt noch bis zum nächsten Stream am Donnerstag. Und Ein da werde ich auf einfacher jeden Trick Fall nicht. Mehr erwarten. so, Schutzbündnis und daraufhin Militärbündnis. Genau, also da warte ich noch auf den nächsten Stream, damit ich ein bisschen Vorrat habe. Und genau, dann kommt es auch auf YouTube hoch. Und dann kommt, wie gesagt, Troja. Und dann kommt nach Sparta kommt eine neue Challenge. Und zwar will ich Tierfreund ein bisschen anders. Vielleicht ein Tierliebhaber, aber das klingt gleich schon falsch. Und zwar will ich versuchen, die Kampagne mit nur tierischen Armeen, tierischen Soldaten zu bestreiten. Was dabei, also wenn man nur Kavallerie, also darunter fallen natürlich auch die Kriegshunde und die Kriegselefanten. Und die Streitwagen und so weiter. Also an sich, es ist möglich, ja, die Gefechte zu gewinnen. Es ist nur sehr schwer. Und was jetzt sehr problematisch ist, beziehungsweise was am problematischsten ist bei dieser Challenge, die Städte. Also solche Städte einzunehmen ist easy, aber große Städte einzunehmen, das ist schon was ganz was anderes. Also ich glaube, das kann ich am Anfang nicht machen.
Dann müsste ich ja erwarten, bis ich Belagerungsequipment habe, womit man die Tore einreißen kann oder die Mauern einreißen kann. Also die Kriegsschildkröte ist das, glaube ich. Oder also dieser große Rambock, der die Tore, nicht nur die Tore, sondern eben die Mauern einreißen kann. Und dann kann ich da durchreiten und alles Mögliche zerstören. Das wäre schon möglich, aber ja, also ich müsste das quasi so schaffen. Anders geht's, glaube ich, nicht. Naja. Gut. Genau. Ich dachte gerade, dass ich noch erklären wollte, alles gut. Es ist spät abends, es tut mir leid. Es ist schon, wie gesagt, spät abends. Ich habe noch sehr viel gearbeitet und da kommt man als kleiner Tobi schon ein bisschen durcheinander. So. Gut, dann nehmen wir die ein. Dann haben wir hier schon mal. Ja, wir nehmen es ein, also wir unterwerfen das nicht, weil das bringt hier eigentlich nichts. Also die da werden wir dann noch jagen. Genau. Falls ihr Interesse habt an irgendwelchen Fraktionen, dann sagt es mir. Ich würde, die nächste Fraktion, die ich gerne spielen würde, wäre Ägypten. Weil es da sehr viel sehr interessante Sachen auch gibt, also historisch gesehen. Und vor allen Dingen, also was ich immer spannend finde, ist, warum eine schon fast Weltmacht, also Ägypten war ja riesig, warum die plötzlich weg ist, also warum die so klein geworden ist. Und von Alexander den Großen und davor auch schon Persien, wie die besiegt wurden. Genau, da kann ich einiges erzählen. Und genau, man könnte. Mir kommt gerade noch eine neue Challenge. Und zwar die Ikena gegen Rom. Und zwar, die Ikena waren ja, die waren ja die ersten Vasallen von den Römern. Klar, und die ersten, ich weiß nicht, ob die ersten, aber einer der ersten der Römer, als sie 45 nach Christus, glaube ich, das zweite Mal gelandet sind. Und die haben ja dann, nachdem der König da gestorben ist, haben sie sich gegen Rom gestellt und die 9. Legion unter anderem komplett vernichtet. Das wäre noch interessant, aber es ist sehr riskant, weil die Challenge würde so aussehen, dass Rom extrem groß wird. Und ich als Ikena quasi hier so klein bleibe. Und dann müsste man als Ikena versuchen, gegen Rom zu bestehen. Vielleicht ist das was für eine Koop-Kampagne. Weil ich glaube, ja, man. Bis Rom da oben ist, vergehen Jahre. das ist ein bisschen zu riskant oder zu ungenau, sag ich mal, dass das überhaupt passiert. Also, aber interessant wäre das schon, ob man überhaupt die Möglichkeit hat, gegen Rom zu bestehen, wenn man so klein ist und Rom eben schon, keine Ahnung, die gepanzerten Legionäre und die
Prätorianergarde hat und so weiter. Naja. So. Also ich denke, lange wird dieses Let's Play jetzt auch nicht mehr dauern, also noch so 3-4 Runden. Oder zwei, ja, nicht Runden, sondern Folgen. Je nachdem, wie schnell ich Armenien wegklatschen kann. Die Frage ist natürlich auch, Entschuldigung, was ist da unten, Rodos? Entschuldigung. So, nochmal, also, die ganzen Schiffe lenken mich gerade ab, jetzt mach mal schneller. Gut, also, ich brauche hier, um zu gewinnen, brauche ich Persien und Hella. Und bei Hella fehlen mir noch die Inseln hier. Knossos, genau. Knossos wird auch nochmal interessant, weil die haben zwei Fullstack-Armeen. Wir haben da zwei Fullstack-Armeen und bis ich da oben bin. Wie lautet euer nächster Befehl? So, hier. Bis ich da oben bin, ja. Ich könnte jetzt eigentlich auch eine Armee wieder zurück nach Knossos führen. Das mache ich mal mit den dieser da. Ich mache hier mal ein. Warte mal. Wie sieht es eigentlich gerade? Gerade bin ich geschützt. Okay. So, erstmal nochmal schützen. Flotte. Ich nehme einfach den erstbesten, ne? Und dann, achso. Wo habe ich denn? Ah, hier. Ah, verdammt, da habe ich ja falsch ausgehoben. Aber egal. So, weil dann bereite ich schon mal alles vor, hier zu hier anzugreifen. Da gehe ich mal wieder zurück, weil der wird auf jeden Fall, wenn ich hier hingehe, wird er da angreifen und ja, deswegen. Und hier habe ich ja genug Armeen. Hier habe ich jetzt 3 Fullstack-Armeen, mit der sind es 4. Genau, die da ist einfach nur für defensiv, also um es zu verteidigen. Was ist hier denn? Kosten, bla blub. Nahrung, Korruption. Da mache ich mal Korruption so wenig wie möglich. So, jetzt kann ich die ganzen Städte ausbauen. Das wird richtig teuer. Ich glaube, damit tue ich mir gerade keinen Gefallen. Weil das kostet halt statt minus 4, minus 8 pro Runde. Naja, mal schauen. Essen. Mache ich auch Essen.
mache ich weg. Da können wir das machen. So. Ja, wobei. So. Und so. Und so, gleich sind wir fertig. So, das war's. Gut. Hier in Persien werden wir erstmal. Alter, der hat ja hier gar nichts mehr. Krass. So. Ja, wobei, also mit den Ikenern könnte man auch, wenn man das so spielt, also Rom gegen Ikena, mit den Ikenern ganz Britannien einnehmen. Jetzt sind die Ikener wieder meine Feinde. Ja, das ist doch doof. Ich wollte da eigentlich da oben. Wollte ich eigentlich nichts mehr machen. Aber wieso? So greifen die an, wenn sie wissen, dass ich eine Verbündete mit denen bin. Ich hätte einfach brechen müssen. Ich hätte mich einfach übergeben müssen. Na gut. Dann werde ich hier oben auch einfach noch ein paar Verteidigungsarmeen aufbauen. Ja, natürlich, Herr Tod. Brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr. Habe ich eigentlich von Spanien hier rübergebracht, weil ich dachte, dass es hier so eine fette Schlacht gibt. Aber das tut es ja gar nicht. Ja, aber das ist gar. Achso. Das habe ich jetzt automatisch gemacht, weil ja 70% hat an sich gepasst, vor allen Dingen aber vor allen Dingen aber ach so, hä, warte mal. Ach so, das gehört mir ja gar nicht. Ah, oh Gott, ja klar. Das war im letzten im Stream. Da habe ich Massilia gespielt. Und genau, da war ich so groß und dann habe ich überlegt, ob ich hier rübergehe. Oder nicht. Ah, alles gut. Da ist eine fette Knautschzone. Das ist ja kein Problem. Gut. Ja. Jo, dann gehst du mal dahin. Genau, also das mit den 70% haben wir jetzt automatisch gemacht, weil die Armee ist an sich egal. Ist schon traurig, das zu sagen, aber it is, wie es ist.
Bei der, die kann so lange heilen, wie sie will. Also, das ist überhaupt kein Problem. So, wo ist denn die Armee? Da ist die Armee. Dann gehe ich mal nach da. Gabala. Balabala. Mit dir gehe ich mal nach Hatra. So. Mit dir gehe ich nach da. Mit dir gehe ich nach da. So. Wie sieht denn gerade minus 41? Ja, den greife ich dann bald an. Ja. Ich spreche das Wort aus, das einem Krieger am schwersten fällt. Frieden. Es ist ein Erbe. Mein Herr wünscht eurem Volk Geld. Wir müssen bei unserem Gespräch an beiderseitigen Profit denken. Ich mache dieses Angebot, weil ihr ein intelligenter Mensch seid. Das überrascht mich, dass er das annimmt. Also klar, wir sind riesig, aber er ist auch nicht klein. Ich habe jetzt angenommen, weil wir Sparta gerade ein bisschen komisch spielen, mit ganz vielen Verbündeten und so. Und vor allen Dingen als Gegensatz zu dem zu der Sparta-Challenge, da darf ich das ja nicht. Das überrascht mich gerade. Dann führe ich alles nach Knossos und ja. Ich glaube, ich schau mal, ob ich den kaufen kann. Ich gebe den einfach alles, was ich habe. Also ich biete ihn mein ganzes Gold an. Und wenn er es annimmt, dann haben wir diese Runde schon gewonnen. Musik ist ja voll beruhigend. So, Diebstahl versucht, das ist sowas von egal. So, warte mal. Diplomatie. Knossos. Im Namen von Hermes seid gegrüßt. Sprecht. Aber täuscht nicht mit verstrickter Rhetorik, okay, 92.000 oder widerlichem Part. Götter, ihr seid meine Zeugen, dass ich diesen manierlosen Tölpel nicht mit seinem eigenen Darm erwürgt habe. Stattdessen sage ich nein. Götter des Olymps, schickt uns Wind, der den Gestank dieser Worte fortweht. Ich hoffe. Gut, dann haben wir das jetzt gemacht. Wir hätten natürlich noch ein bisschen warten können. Wir hätten natürlich ja ein bisschen warten können, aber ja, warum denn? Warum denn? Braucht man ja nicht. So, du holst hier jetzt mal den da. Oh. Okay. Das spielen wir dann mal. Aber dann doch in der nächsten Runde. Das wird. Aber wieso? Es ist.
knapper Sieg. Warum? Die sind echt nicht so gut. Naja, gut. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.